Anna Maria und Alexander sind heilfroh, dass Manuel bei seinem Unfall im Kieswerk lange nichts Ernstes passiert ist. Ich habe sein Leben aus. Besonders Alexander macht sich bittere Vorwürfe. Anna Maria lernt ihn von einer ganz anderen Seite kennen. Wenigstens hat der Ausflug ins Arbeitsleben seinen Zweck erfüllt. Manuel bittet zaghaft um Rückkehr auf die Schule. Der feige Unfallzeuge Randsbeck wird von Alexander verdientermaßen davongejagt. Auf dem Bognerhof herrscht noch immer Funkstille zwischen den Eheleuten. Und es dauert eine ganze Weile, bis der starrköpfige Siegfried reumütig einlenkt. Liebespaare überall. Margot Gärtner und Koch finden zueinander. Und auch Michael und Pascal sind verliebt. Eines Nachts steht er vor Anna Marias Haustür. Er braucht ein Dach über dem Kopf. Nur Juttas Situation ist aussichtslos. Gatte Robert wirft sie aus der Wohnung, um Platz für seine neue zu schaffen. Bist du ganz kalt? Ich? Ich will dir verstecken. Psst, nein. Was machst du denn hier? Ich will mitspielen. Oh. Komm. Komm, wir gehen unter die Decke. Oh non, sûrement pas, monsieur. Ich gehe nicht mit dich unter eine Decke. Seraphine hat eingefädelt. Ich möchte mal wissen, was du wieder denkst. Männern. Ich hab dich bloß gerufen, um dich zu geben, einen Kuss für gute Nacht. Ach, blöder Trostpreis. Dein Bett ist viel schöner. Komm, ich bleib hier. Dein Bett ist auch nicht schlecht, Mrs. Reis. Besser, wenn du in dein Bett schläfst und ich in mein Bett. Ich will Anna Maria nicht enttäuschen. Was hat denn das mit Anna Maria zu tun? Haben wir uns also doch nicht getäuscht? Könnt ihr auch nicht schlafen? Ihr dürft euch aussuchen, was wir spielen. Einmal Mäusequartett oder Mama. Deinen liebsten Mama. Na prima.
braucht dich mindestens bis 6 in der Früh. Das ist unmöglich, Fritz. Ich muss morgen den ganzen Tag fahren. Und ausgemacht waren 2-3 Stunden heute noch. Ausgemacht, ausgemacht. Du hast doch bis jetzt ganz gut verdient hier mit deinen Schwarzfahrten, oder? Und du brauchst Geld, hast du gesagt, dringend. Fritz, es geht nicht. Das hörst du schlecht? Ich sagte bis 6. Moment. So lasse ich mich nichts behandeln. Dann schmeiß ich über die ganze Drecksjob hin. Denkst du, ich lasse mir wegen dieser paar Fahrten meine Stellung bei Seeberger riskieren? Das ist mir das nichts wert. Jetzt hör mal gut zu. Wenn ich deiner Seeberger flüstere, dass du nachts hier schwarz fährst, mit ihrem LKW noch dazu, dann bist du deine Stellung da los. Da kommst du vor Gericht. Da kannst du dir einen ehrlichen Job als Fahrer in die Haare schmieren. Und noch was. Wenn du in Zukunft herfährst, dann kommst du nicht leer. Ist das klar? Warum schaust du so blöd? Du bringst eine Ladung Kies mit, die Seeberger so bekannt für ihre Qualität. Gib dann ein paar Mäuse für dich. Das mache ich nichts. Was? Heimlich die LKW benutzen, das ist eine Sache. Aber Diebstahl? Nix, niemals. Das würde ich mir zweimal überlegen. Brauche ich gar nichts überlegen. Nix. Sie können sich morgen früh Ihre Papiere bei mir im Büro abholen. Und jetzt bringen Sie den LKW zurück. Und zwar sofort. Ja, grüß Gott, Seeberger, Kistrix, U-Bahn-Apparat. Könnte ich bitte in den Guckenbüchler sprechen? Ja, dann rufe ich bitte noch mal an. Wiederhören. Morgen! Grüß Gott, Tee kommt gleich. Keinen Tee, einen starken Kaffee heute. Mhm. Frau Gärtner, machen Sie doch die Papiere für den Drago fertig. Der wird Sie heute abholen. Ich habe ihn entlassen. Was, Sie haben Drago entlassen? Warum? Das ist doch einer unserer besten Fahrer. Warum? Ganz einfach. Ich lasse mich nicht betrügen. Und meinen LKW für Schwarzfahrten für eine andere Firma zu benutzen, ist für mich Grund genug, ihn zu entlassen. Aber Frau Seeberger, das ist natürlich Ihre eigene Entscheidung. Aber überlegen Sie es doch noch mal. Ich meine, der Drago ist nicht so leicht zu ersetzen. Außerdem haben wir sowieso nicht genügend gute Fahrer. Also jetzt reicht es mir langsam. Guten Morgen. Ja gut, morgen ist vielleicht gut, aber heute ist beschissen. Verzeihung, der Drago ist nicht zur Arbeit gekommen. Der wird dann nicht mehr kommen, ich habe ihn entlassen. Ach nein. Und wer soll jetzt seine Tour fahren? Dann fahre ihm ich. Und ihr macht die Büroarbeit. Frau Seeberger! Frau Seeberger! Was ist denn? Das ist die Frau vom Drago. Frau Malic möchte mit Ihnen sprechen. Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Malic. Ich nehme an, Ihr Mann schickt Sie vorbei. Nein, nein, mein Mann weiß nicht, dass ich hier bin. Grüß dich, junger Mann. Grüß Gott. Er liegt im Bett, völlig betrunken, zum ersten Mal. Er hat doch nie getrunken, bestimmt. Einen Trinker hätte ich doch nie geheiratet. Frau Seeberger, er schämt sich ja so, dass er entlassen ist. Wenn er nicht mehr fahren darf, vielleicht haben Sie eine andere Arbeit für ihn. Wir haben doch einen Kredit abzuzahlen. Nach der schrecklichen Zeit in Jugoslawien ist alles so gut gegangen. Eine eigene kleine Wohnung haben wir gekauft. Wir werden noch ein Kind haben. Und jetzt passiert so eine Katastrophe. Katastrophe? Wissen Sie überhaupt, was Ihr Mann... Ich werde drüber nachdenken. Für die junger Mann. Danke, Frau Seeberger. Die ist ja wirklich verrückt. Hoffentlich bleibt sie es auch. Ich bloß wissen, welcher Teufel den Drago geritten hat. Ihm hätte ich so eine Sauerei am wenigsten zugetraut. Das war eigentlich meistens so. Immer wenn man denkt, alles geht seinen ruhigen Gang, dann passiert irgendwas. Heute Abend. Mhm. Wann? So gegen 21:30. Freue mich. Ist irgendetwas, Trixie? Na, überhaupt nichts. Also, mit mir ist jedenfalls nichts.
Frau Gärtner, der Mohr von der Klingenschmidt AG hat schon wieder angerufen, aber die Chefin war wieder nicht da. Sollen wir das nicht absagen? Das ist ja sowieso kein lukrativer Auftrag. Früher hätten wir solche Aufträge abgesagt. Aber die Chefin schickt diese kleinen Dinge immer wieder dazwischen. Sie wird den Kontakt nicht einschlafen lassen wollen. Also wenn er wieder anruft, ach was, ich rufe ihn selbst an. Was machen Sie denn da? Ich lege Textilien in einen Koffer. Das sehe ich. Dann hätten Sie ja nicht zu fragen brauchen. Es erstaunt mich immer wieder, wie Sie ganz unwesentliche Begebenheiten registrieren. Sie sind ja angezogen. Ja, ich fühle mich wieder kerngesund. Fühle mich rundum wohl. Sogar abgenommen habe ich. Ein bisschen. Schwester Gisela, wir gehen heim. Ausgeschlossen. Schauen Sie, ich habe mich glänzend erholt. Ich bin Unternehmer. Folglich wird es jetzt Zeit, dass ich wieder was unternehme. Na? So, bitteschön. Und danke für alles. Ja, bitte, bitte. Aber dann müssen Sie auf eigene Verantwortung unterschreiben, weil wenn dann Komplikationen entstehen, kann ich... Ja, mache ich. Wo finde ich die Verwaltung? Vorne links mit dem Aufzug ins Parterre und durch den Garten ins Nebengebäude. Ja. Wenn ein Freund geht, sei nicht traurig, denn er lässt dir ein Geschenk zurück. Das ist eine besondere blumige Kaschmir-Teemischung von da, wo ich herkomme. Aus Indien? Aus Germering. Da wohne ich seit 10 Jahren. Von Feinkost Müller. Aber grundsätzlich natürlich schon. Ah ja, so. Der Sing. Ich habe eine Panne mit meinem LKW. Mir ist der Reifen weggeflogen. Können Sie mir helfen? Na klar helfe ich Ihnen, Frau Seeberger. Wo steht er denn? Ungefähr 2 Kilometer von da. Ist der Herr Langer da? Ich meine, der Juniorchef. Ich denke, nein. Verdammt. Ich denke, der kommt heute noch. Weil. Bitte. Patricia, lass dir das so einfach hier leer stehen, ja? Ja, bis auf das alte Gerümpel von zu Hause. Wenn das nicht hier wäre, könnte ich bestimmt prima Rollschuh fahren. Was meinst du, wie das Rad hat? Das wär's, hm?
ist ja unser Haus. Na? Wo ist denn die Hexe? Ah ja, die kommt. So, fertig ist die Hexe. Jetzt mag ich mal. Was ist denn das? Das wird der Fluss. Mhm. Das ist die Brücke. Da schwimmt der Fips. Was? Den sehe ich doch gar nicht. Ja, der taucht doch grad. Anna Maria. Du, ich glaube, du stehst im Regen. Sag mal, geht dein Geschäft jetzt so schlecht, dass du selber auf den Bock musst? Im Gegenteil. Es geht fantastisch. Unter anderem auch besser, weil ich selbst mit anpacke. Naja, von mit anpacken kann ja wohl nicht die Rede sein. Das kleinste Problem und schon brauchst du männliche Hilfe. Ich hab dir immer gesagt, das ist kein Job für Frauen. Es gibt eben noch Kavaliere. Sag mal, was machst du, wenn dir das in der Wüste passiert und Langes Pannendienst ist nicht da. Ich finde es sehr nett, dass Herr Gobo mir aushilft. Im Übrigen kannst du dir deine Ansprache sparen. Es kommt sowieso nichts dabei heraus. Und wenn ich in Zukunft hier in der Gegend bin, dann werde ich einen großen Bogen um dein Werk machen. Du hast eine komische Art, dich zu bedanken. Ich meine, immerhin arbeitet Gobo an deinem LKW auf meine Rechnung. Herr Gobo, vielen Dank. Ich komme jetzt schon allein zurecht. Ich möchte nicht, dass Sie auch noch Ärger mit Ihrem Arbeitgeber bekommen. Ich denke, ich muss das erst fertig machen. Ich denke, ich kann sie doch nicht alleine lassen. Vielen Dank. Ich schaff das schon. Gobo! Die Frau Seeberger schafft das ganz alleine. Nein, nein, nein. Ich denke, ich muss das jetzt erst fertig machen. Ich kann doch Frau Seeberger nicht im Regen stehen lassen. Na, wunderbar. Wir zwei sehen uns am Sonntag. Sonntag? Ach so, Alexander, die Segelpartie. Ich glaube, da werde ich bestimmt keine Zeit haben. Ich hab's den Kindern versprochen. Du findest bestimmt jemand anderen. Das glaube ich auch. Also, lieber Herr Langer, wir sind... Also die ganze Belegschaft und ich, wir sind sehr froh, dass Sie wieder da sind. Danke, Frau Blasser, ich auch. Haben Sie sich das ausgedacht? Mhm. Na, da haben Sie vielleicht etwas falsch verstanden. Das sieht ja aus, als wäre ich gestorben. Was ist denn das hier? Denkt, ich bin ein alter Mann? Bitte hier, weg damit. So. Die Blumen sind schön, Frau Blasse, wirklich sehr schön. Aber ich habe nicht die Absicht, mit meinen Kunden durch die Blumen zu sprechen. Grüß Gott, Frau Blasse, Sie haben sehr schöne Blumen bekommen. Wozu darf man gratulieren? Warum halten Sie diese Kissen? Haben Sie Leibschmerzen? Ich könnte Ihnen da einen sehr hilfreichen Tee bereiten. Chef. Fällt irgendetwas? Ja, die Hauptsache. Ah, der Fahrtenplan. Der Fahrtenplan hängt bei Ihrem Sohn. Ich hab gedacht... Da haben Sie falsch gedacht, liebe Frau Blasser. Der alte Lange ist hier nicht in ein Seniorenheim gekommen, sondern zur Arbeit. Ja? Der Plan kommt hierher. Und der ganze Käse kommt hier weg. Ja? Also. So, so. Nicht schlecht, oder? Mein liebes Kind, das ist quasi unter aller Sau ein Vierer in HSK. Sag mal, hast du nur geschlafen oder was? Nee. Und das in der Grundschule.
Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben. Was glaubst du, was unser Vater mir erzählt hätte? Du bist vielleicht blöd. Du schimpfst hier herum und dabei bist du selbst ganz schlecht in der Schule. Nicht in den Ton. Wir reden über dein mieses Zeugnis. Komm du erst mal in mein Alter. Wir müssen nämlich ganz andere Sachen bringen. Die Vierer in HSK. Mami wird sehr enttäuscht sein. Natürlich wird sie sehr enttäuscht sein. Wir müssen uns halt überlegen, wie du ihre Stimmung wieder aufbaust und das wieder gut machst. Ganz einfach. Ich werde in der nächsten Klasse besser lernen. Das erwarten wir selbstverständlich von dir. Du musst halt während der Ferien irgendwas tun. Ah. Ich hab's. Du wirst dich hier um den engeren Heimat- und Sozialbereich kümmern. Meinst du das? Na, die Wohnung ist doch dein engerer Heimat- und Sozialbereich. Du wirst dich hier um Ordnung und Sauberkeit kümmern. In deinem Zimmer, im Wohnzimmer, in der Küche und natürlich in meinem Zimmer, klar? Was machst du denn eigentlich für dein Zeugnis? Das ist schließlich auch nicht das Beste. Ich? Ich hab schon eine Aufgabe. Ich kümmere mich um Herrn Kagel. Entschuldigen Sie, Frau Seeberger, dass ich, aber Margot hat gesagt, ich soll hier warten. Ist schon gut, Drago. Nehmen Sie doch Platz. Also, Sie haben einen Kredit aufgenommen. Ja, für die eigene Wohnung. Ja, wissen Sie, die Angebot bei der Bank war günstig. Habe ich wenigstens geglaubt damals. Jetzt weiß ich, es war eine Fehler, eine große Fehler. Wie viel? 300.000. Ich wollte doppelt dazu verdienen. Und jetzt verdiene ich nichts. Lassen Sie sich von der Frau Gärtner die nächste Tour sagen. Frau Seeberger, ich... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Sie brauchen gar nichts sagen. Fahren Sie einfach los. Und lassen Sie den Reservereifen reparieren. Ich habe nämlich gestern einen Platten gefahren. Und checken Sie die Radmutter. Ja, ja, die Radmutter. Ja, ja, die Radmutter. Die Radmutter. Die Radmutter. Maria, gut, dass du da bist. Ich muss unbedingt mal mit dir reden. Guten Abend, Michael. Lass mich doch erst mal aussteigen. Hey, es geht um ein... ist so gemein. Es geht wenn um es ging, dann würde ich ihn noch heute umtauschen. Euer Dachboden, weißt du? Lass an, Marie, erst mal kommen nach Hause. Bestimmt, du hast einen großen Hunger, Papa. Richtig. Weißt du, wenn er den nicht mehr braucht, dann könnte ich mir doch dein Zimmer daraus machen. Ich meine, in aber eurem Wohnzimmer, das ist unzumutbar auf die Dauer. Aber seine Noten zeigt er mir nicht. Nur schimpfen, das kann er. Meine Noten gehen nicht überhaupt nichts an, du Zwerg. Ich bin schließlich erwachsen. Ja, du könntest doch wirklich, weißt du, ich meine... Ja, du könntest uns zum Italiener fahren und wir schon im Auto sitzen. Guten Abend zusammen. Das probieren wir jetzt gemeinsam. Guten Abend, liebe Mami. Ich weiß, es ist ein beknacktes Zeugnis. Aber mach dir keine Sorgen. Ja, bleib cool. Wir haben das schon besprochen. Das nächste Zeugnis wird ganz anders. Da kannst du dich voll drauf verlassen. Und ich werde mir wieder mehr Zeit für euch nehmen. Ich mag jetzt ins Bett. Ich verzieh mich auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Bin ich jetzt dran? Hast du auch so ein Zeugnis? Nee, noch nicht. Aber man kann nie wissen. Kommst du mal hoch, ich will dir was zeigen.
Ja, ja, hier oben. Anna-Maria, wenn ich wirklich auf Dauer bei euch einziehen darf, dann... Hab ich doch schon erlaubt. Also dann würde ich hier gern ein Zimmer für mich draus machen. Aus der Ecken da? Ja, ja, klar. Na, das Gerümpel, das trenne ich ab. Guck mal hier, ich habe eine Skizze gemacht. Also hier, wie gesagt, wird abgetrennt. Da mache ich auch eine Wand hin. Bretterstoffe weiß ich nicht genau. Das Bett kommt da hinten hin. Davor würde ich gerne den Mondrian-Schrank von da hinten haben. Und hier am Fenster kann ich gut arbeiten. Vielleicht gibst du mir das Brett hier. Streichen tue ich alles in den Grundfarben. Blau, gelb, rot, schwarz und weiß. Das wird ein irres Zimmer, wenn du nichts dagegen hast. Na gut, es ist ein bisschen hingepopelt. Ich habe nicht das richtige Zeichenzeug, aber... Das hast du von mir geerbt, obwohl wir nicht verwandt sind. Das ist richtig gut. Ja? Findest du? Mhm. In welchem Semester bist du denn jetzt? Im dritten? Würde ich jetzt kommen, ja? Du hast einen weiten Weg vor dir. Ja, ja. Michael, da gibt's noch ein Problem, über das wir reden müssten. Du weißt ja sicher, dass du finanzielle Ansprüche hast. Ich meine, Erbansprüche. Nee. Erbersatzanspruch heißt das. Du, das ist mir geraten worden, dich ordentlich abzukassieren, aber das interessiert mich ja nicht. Mir hat eine Familie gefehlt. Naja, und die habe ich ja jetzt, oder? Ja, die hast du jetzt. Aber ich werde was dazu verdienen. Ich kann arbeiten, jobben, im Kieswerk. Oh Gott, das will, was willst du denn da machen? Ich kann LKW fahren. Das habe ich beim Bund gelernt. Was? Ja. Also das kann ich wirklich nicht ablehnen, weil Fahrer fehlen mir immer. Sag ich doch die ganze Zeit. Also was ist jetzt mit dem Zimmer? Ja, fang an. Danke. Danke schön, Frau Gärtner. Dann bedanke ich mich für den Auftrag. Naja, ist ja leider nur ein kleines Kontingent. Kleinvieh macht auch Mist. Dankeschön. Mir tut es nur immer wieder leid, dass wir nicht mal so einen richtig fetten Abschluss miteinander tätigen können. An mir soll es nicht liegen. Beteiligen Sie mich doch an der anstehenden Ausschreibung. Woher wissen Sie? Ich habe meine Informationen. Aha. Aber man munkelt, Sie hätten sich mit dem Moosreitenauftrag total übernommen. Blödsinn. Wir liefern pünktlich. Die Qualität ist perfekt. Alles ist bestens. Hm. Aber sind Sie mal ehrlich, Frau Seeberger. Die Kapazität Ihrer Firma ist doch erschöpft. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich möchte nur wissen, woher solche Gerüchte kommen. Wahrscheinlich traut man mir immer noch nicht zu, dass ich so einen Betrieb führen kann. Ist natürlich möglich. Auf jeden Fall freut es mich, wenn... dass an dem dummen Gerede der Konkurrenz nichts dran ist. Verraten Sie mir noch, woher Sie von diesem Projekt wissen? Herr Mohr, das habe ich bei meiner ersten Lektion gelernt, dass man Informanten nicht preisgibt. Aber verraten Sie mir, um was es eigentlich geht? Die Klingenschmidt AG erstellt zusammen mit Norman die Industriebauten draußen am Corneliuspark gleich hinter der Westumgehung. Das ist natürlich ein gewaltiger Klotz. Das kann ich mir vorstellen. Für ein Kiesunternehmen ist das sowieso zu viel. Wir wollen aufteilen. 2, 3 gute Partner. Das wird ein harter Kampf. So ist es. In einem Dreivierteljahr müssen die Gebäude stehen. Das heißt, wir arbeiten auch nachts. Genehmigungen sind alle durch. Ist ja weit genug draußen. Wiedersehen, Herr Mohr. Die Firma, die die Nachtfahrten an Land zieht, die sahnt echt ab. Wiedersehen. Das freut mich. Das freut mich aber sehr, dass Sie mich wieder mal besuchen. Und da wollten Sie gar nicht zum Alten Langer, sondern zum Jungen. Nein, nein, ich wollte zu Ihnen, Herr Langer. Das finde ich aber schön, bitte. Dankeschön. Ich erwarte ja auch, dass Sie trotz der sich auflösenden Antipathie zwischen Alexander und Ihnen mich nicht ganz vernachlässigen. Bitte schön. Danke sehr. Also, was kann ich für Sie tun? Ich brauche Ihren Rat, Herr Langer.
Ich habe die Chance, einen Auftrag zu bekommen, der mich in relativ kurzer Zeit gesund machen würde. Und ich könnte endlich schwarze Zahlen schreiben. Sie sprechen von der Klingenschmidt AG. Sie wissen das? Natürlich weiß ich. Der Auftrag vom Cornelius-Park ist ein sehr gutes Geschäft. Ja, da kann man Ihnen nur gratulieren. Aber ich nehme an, der Brocken ist für Sie ein bisschen zu groß, ja? Stimmt's? Oder habe ich recht? Sie haben recht. Was soll ich machen? Ihre Fahrer sind ausgelastet? Gott sei Dank, ja. Und Ihre LKWs? Na, die LKWs auch. Ja, aber doch nicht rund um die Uhr. Nein, nein, nur so wie die Fahrer. Die Maschinenauslastung bei Seeberger liegt bei 63,5%. Bei uns bei 76%. Zu Ihrer Information, in Japan liegt sie in unserer Branche im Durchschnitt bei 89%. Das wäre ideal. Ach, Sie meinen, ich sollte noch ein paar Fahrer einstellen und die Wagen rund um die Uhr fahren lassen? Das müsste ich erst prüfen. Ich habe meine Zweifel, ob das funktioniert. Wenn die Route gefährlich wird, vereinigt man zwei Karawanen zu einem großen. Dabei richten sich die starken Kamele nicht nach den Schwachen, sondern die Schwachen werden stärker. Das ist doch ganz einfach. Sie nehmen den Auftrag an und führen ihn gemeinsam mit uns aus. Also ich habe nicht die Absicht, Sie über den Tisch zu ziehen. Wenn Sie wollen, machen wir den ersten Versuch einer Kooperation. Sie leihen sich von mir einige Fahrer aus und vielleicht zwei oder drei LKWs. Auf Rechnung, die müssen Sie mir bezahlen, aber Sie haben den Auftrag. Und wenn dieser Versuch gelingt, dann kommen wir vielleicht zu einer neuen Stufe einer Zusammenarbeit. Das klingt nicht schlecht. Ich werde es mir überlegen. Bitte sehr. Hier, Herr Langer. Ja, das ist die Kostenaufstellung. Das sind Ihre Kosten und Ihr möglicher Gewinn. Unsere Zahlen haben Araber erfunden, aber wir Inder können am besten damit umgehen. Denken Sie, ich habe den Singh nur zum Tee kochen? Der Mann ist große Klasse. Eine Frage noch, Herr Langer. Warum lassen Sie sich das Geschäft entgehen? Weil ich gemerkt habe, dass ich im Krankenhaus doch nicht so arbeiten kann. Wenigstens nicht in so einem Job. Und außerdem bin ich ja nicht mehr der Jüngste, nicht? Und warum hat Alexander den Auftrag nicht an Land gezogen? Machen Sie das mal. Der Alexander hat mit seinem Kies, seiner Betonabteilung und seiner Kompostierung genug zu tun. Und außerdem brauchte er Zeit für seine neue Venus. Frau Seeberger, Herr Lange wünscht, dass ich Ihnen jederzeit für Auskünfte und rechnerische Hilfe zur Verfügung stehe. Und was wünschen Sie? Dass Sie mir die Ehre erweisen und mich wirklich zu Rate ziehen. Und dass Sie diesen Tee trinken. Vielen Dank, Herr Singh. Und auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Seeberger. Ja. Wie geht's deinem Reservereifen? Wie schön, dass du mich besuchen kommst. Ist das für mich? Nein. Es bleibt doch dabei. Wir sehen uns beim Segeln. Es bleibt dabei, wir sehen uns nicht. Ich fahre mit den Kindern aufs Land, zu meinen Eltern. Aufs Land? Dann wäre ich aber gerne dabei, wenn du den Kindern verklickerst, dass sie nicht segeln dürfen, sondern aufs Land raus müssen. Ich muss ihnen gar nichts verklickern. Sie freuen sich schon drauf. Was ist denn hier los? Wollt ihr verreisen? Ich zieh aus. Aber soll es heißen, du ziehst aus? Jetzt trinken wir einen Champagner zusammen. Auf deinen Erfolg. Und auf meine Niederlage. Moment, Moment, kannst du mir mal erklären, was hier los ist? Es ist aus. Meine Ehe ist aus und vorbei. Mein sauberer Ehemann hat eine neue.
hat ja schon immer einen Hang fürs Künstlerische gehabt. Erst eine Schauspielerin, jetzt eine Pianistin. Aber vor allem, sie ist jünger. Eine Verjüngungskur für Robert Mangold. Hat sie einfach hierher gebracht. Auf diesem Flügel hat er sie hierher reingebracht. Weißt du, was er gesagt hat? Weißt du, was er gesagt hat? In Zukunft werden wir hier zusammenleben. Ich werde mit ihr hier sehr glücklich werden. Ja. So einfach ist das. Jutta, das ist ja nicht zu fassen. Ich meine, das gibt's doch nicht. Doch, doch, das gibt's schon. Ich hab dir doch erzählt, dass er ein so außerordentlicher Kunstliebhaber geworden ist, dass er dauernd ins Konzert läuft, allerdings immer ohne mich. Jetzt finden die Konzerte hier zu Hause statt. Ja, und was willst du jetzt machen? Oh, was soll ich schon machen? Ich beginne ein Leben als Single. Eine geschiedene Ehefrau mehr, was tut's? Weißt du, manchmal denke ich wirklich, du hast es besser getroffen. Wenn der Mann stirbt, dann kann man wenigstens um ihn weinen. Aber wenn er einen verlässt, dann kann man nur noch um sich selber heulen. Jutta, wenn ich dir irgendwie helfen kann, meine... Ich bin immer für dich da. Übrigens, die Kinder kommen am Wochenende. Das sagst du mir erst jetzt? Na ja, die Mucke hat er gerade erst angerufen. Muss ich daran vorbereiten, Betten beziehen, vorkochen, dieser Drecksarbeit hier. Diese Drecksarbeit wirst du bald nicht mehr machen müssen. Wieso? Weil ich den Hof aufgeben werde. Sag mal, spinnst du? Du hast wohl hier alle Tassen im Schrank. Hast du was gesagt? Und ob ich was gesagt habe? Kommt der Mann einfach daher und erzählt mir, er will den Hof verkaufen. Unseren Hof. Hast du getrunken? Nee, du hast doch gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass dir dieses Landleben zu eintönig ist. Nee, kann's ja auch verstehen. Du bist ja aus der Stadt hierher gekommen. Ist doch eine Ewigkeit her. Na, bloß 41 Jahre. Manches geht schnell und manches geht langsam. Ich habe gedacht, ich verstehe Bayerisch ganz gut, aber jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Nein, ich habe heute halt über deine Unzufriedenheit nachgedacht. Bestimmt ist die schon lange in dir. Sie soll jetzt erst rauskommen. Sie hat halt ihre Zeit gebraucht zum Reifen. Also, wir bleiben da und gehen doch weg. Wir bleiben da und gehen doch weg? Ich baue hier auf unserem Land eine Ferienkolonie. Für Sommergäste und Wintergäste. So 30 bis 40 Zimmer, das wäre gut. Dazu ein Swimmingpool, Anlagen für Sport, ein Reitplatz und so weiter. Und unsere Viecher, die schaffen wir ab. Und halten uns nur noch die Reitpferde. Na, vielleicht ein paar Tiere so für einen Heimatzoo. Ja, und dann bist du keine Bäuerin mehr, sondern nur noch Frau Hoteldirektor. Na, was sagst du? Was ich jetzt sag? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du willst hier alles zubauen und ich soll für irgendwelche Stadtmenschen die Minna machen? Nee, da mache ich nicht mit. Auf keinen Fall mache ich das. Ich bleib hier und keine 10 Pferde bringen mich vom Hof. Und nichts wird hier verändert, solange ich hier Bäuerin bin. Ja, warum sagst du jetzt nichts? Also darauf trinkt man jetzt einen Kupp. Worauf? Darauf, dass es so leicht ist, dich von deiner eigenen wahren Meinung zu überzeugen. Sag mal, hast du das etwa alles bloß geflunkert? Jawohl, alles nur geflunkert. Du alter Schlawiner, du! Prost, Christine. Prost. Aber eines bleibst du mir noch schuldig. Was? Die Reise nach Rom.
Ja, irgendwas bleibt mir immer schuldig, nicht? Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben. Ja, ich komm schon. Da bin ich schon. Ihr seid aber brav. Ja, was wollt ihr mit den ganzen Badesachen auf dem Bognerhof? Was willst du mit den Sachen auf dem Segelboot? Irrtum, wir fahren nicht segeln. Wir fahren zu Opi und Omi aufs Land. Das haben wir denen versprochen. Du bist im Irrtum. Wir gehen segeln. Wir haben es Alexander versprochen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe dem Alexander gesagt, dass wir nicht kommen. Habt ihr euch gestritten? Was hat denn das damit zu tun? Dann ist doch alles in Ordnung. Es ist überhaupt nichts in Ordnung. Jetzt packt sie dumme Badesachen wieder aus. Wir fahren aufs Land. Moment, Moment. Wir leben doch in einer Demokratie. Genau, wir stimmen ab. Wer ist dafür, dass wir zum Segeln fahren? Wir. Ich. Das darf doch nicht wahr sein. Viel Spaß. Hm? Hallo, Alexander. Hallo, kleine Lady. Du musst dir helfen. Hallo. Alexander, grüß dich. Michael. Eure Mutter, kommt ihr nicht mit? Ach, die will ihre Ruhe haben. Oder sie braucht eine Extra-Einladung. Versuch's doch mal, Alexander. Aber nimm Blumen mit. Vielleicht Seerosen. Versuch's ohne Blumen. Aber keinen Unsinn machen. Kennen wir doch gar nicht. Jetzt komm, stell dich nicht so an. Meine Mami macht doch auch nicht so einen Aufstand. Schiff lesen. Der wird mir schlecht. Ah, der wird schlecht. Du weißt aber schon, dass das ein paar Stunden dauert. Hoffentlich. Kinder nicht allein rausfahren lassen. Tja, was soll ich machen? Schwimmen oder fliegen? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Ist doch gefährlich. Zeig dich doch ab. Sind doch nicht nur die Kinder an Bord. Der Michael ist ein erwachsener Mann. Die Pascal passt sonst auf die Kinder auch auf. Und der Manuel hat das Segeln bei mir gelernt. Er kann das. Was tun wir denn jetzt? Mutti macht sich Sorgen. Lach doch nicht. Was tun wir denn jetzt? Küssen.